Ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag, wann auch immer das hier jetzt hier veröffentlicht wird. Ich wollte euch mal teilhaben lassen an unserem Family-Ausflug hier. Letzte Woche hattet ihr schon so einen kleinen Einblick bekommen oder hattest du schon einen kleinen Einblick bekommen, wo wir zum Wasserfall unterwegs waren. Und allein diese Fahrt hierhin zum Wasserfall, das ist schon total genial und ein Erlebnis. Und jetzt sind wir mit der ganzen Familie unterwegs. Letzte Woche war ich ja mit der Seminargruppe hier. Und jetzt fahren wir noch einmal mit der ganzen Familie und erfrischen uns da. Und das sind alles die Dinge, die auf dich warten, sei das jetzt hier, dass Bali auch ein Ziel für dich ist oder was auch immer ein Ziel für dich ist, dir ja, Orte auf dieser wunderschönen Welt anzuschauen, dein Leben zu genießen, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du das machst, was wirklich deinem Herzen entspricht, wenn du deinen Seelenplan entdeckst und ihn lebst. Ja, mein Mann ist schon ganz begeistert da hinten. Freut sich auch schon, letztes Jahr hatten wir ja den Spaß hier schon und heute ist es hier auch irgendwie besonders heiß, von daher kommt der Wasserfall mal wirklich wieder zum richtigen Zeitpunkt. Schatzi, aber so kennen wir uns, ne? Wir planen immer alles zum richtigen Zeitpunkt, gell? Er versteht jetzt nichts wegen dem Lärm hier. Aber so ist es wirklich. Wir waren gestern in Ubud unterwegs und hatten da unterwegs Stationen. Also wir hatten kein festes Programm. Wir machen eigentlich nie so ein ganz festes Programm, sondern machen immer so irgendwie ein bisschen unser eigenes Ding. Und da waren so viele schöne Momente, wo wir wieder gemerkt haben, wie wir geführt wurden auf dem Weg dahin. Tolle Erlebnisse gehabt und auch auf dem Rückweg nochmal, sei es, dass wir am Mount Agung, dieser Vulkan hier, der letztes Jahr ja noch aktiv war, in einem ganz besonderen Sonnenlicht erstrahlt ist, wo wir so den Eindruck hatten, wo im Moment vorher waren Wolken zu sehen und der Lichteinfall war zum Fotografieren nicht ganz so gut. Und als wir dann dort gehalten haben, hat das Wetter sich plötzlich irgendwie ein bisschen gewandelt und der Mount Agung war so total angestrahlt von der Sonne. Ja, und deshalb habe ich eben gesagt, Geldschatz, so kennen wir uns, dass wir immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind und dass das Universum auf unserer Seite ist. Und genauso ist das bei dir auch, wenn du mal beginnst, deinen Seelenplan zu entdecken, ihn zu leben und deinem Herzen zu folgen. Bis dahin, ciao!